Meeresbiologin Edda Magnusdottir versucht, einer erstaunlichen Entwicklung auf den Grund zu gehen. Früher waren die Buckelwale hier nur im Sommer anzutreffen. Doch heute bleiben sie immer öfter den ganzen Winter und ziehen nicht wie früher in tropische Gewässer. Uns interessiert, wie sich das Verhalten der Buckelwale verändert. Denn viele von ihnen verbringen den Winter mittlerweile hier, womit keiner gerechnet hat. Und wir wollen herausfinden, warum das so ist. Doch zuerst muss Edda die Wale finden. Und das ist gar nicht so einfach. Der Fjord ist ein Labyrinth aus tiefen Buchten und schmalen Landzungen. Vor kurzem wurden die Wale hier noch gesichtet. Doch inzwischen könnten sie sich überall in diesen tiefen Gewässern aufhalten. Aber dann entdeckt Edda die verheißungsvollen Blasen. Eine Gruppe von 3 Buckelwalen taucht aus dem Wasser auf. Eddas Boot wirkt winzig neben diesen Kreaturen. Buckelwale können bis zu 36 Tonnen wiegen und 16 Meter lang werden. Das ist länger als ein Kampfjet. Wenn ich den ersten Blas höre, bekomme ich Gänsehaut. Das ist einer der schönsten Momente überhaupt, wenn man diesen riesigen Tieren so nahe kommen kann. Die Buckelwale jagen gerade. Dazu nutzen sie eine spezielle Technik, ein Netz aus Luftblasen. Hier in diesem Umfeld wurde das bisher kaum von einer Drohne gefilmt. Direkt von oben ist zu erkennen, wie sie geschickt um ihre Beute herumschwimmen und sie in einem zylinderförmigen Vorhang aus Luftblasen zusammentreiben. Dann schießen sie mit offenem Maul aus der Tiefe nach oben und verschlingen hunderte kleiner Fische mit ihrem riesigen Maul. Edda wartet, bis die Wale fertig gespeist haben. Dann versucht sie, einen der Buckelwale mit einer Art Peilsender zu versehen. Das Gerät soll sein Verhalten unter Wasser aufzeichnen. Es ist ein gewagtes Manöver, das nur selten von Erfolg gekrönt ist. Das Anbringen der Peilsender kann gefährlich werden. Wenn man nicht aufpasst und sie erschreckt, kann es passieren, dass sie das Boot zum Kentern bringen. Heute geht alles glatt und sie können den Peilsender zügig anbringen. Eddas Forschung steckt noch in den Kinderschuhen, liefert aber bereits erste Erkenntnisse. Sie vermutet, dass der große Fischreichtum hier der Grund dafür sein könnte, dass die Wale lieber hier bleiben, als den kalten Winter über im Süden zu jagen. Unser Ziel ist es, genau diese Rätsel zu lösen und Antworten auf diese Fragen zu finden.